Ekaro zu ihm. Ich bin Mutter. Psst, sie kommt wieder. Ruh dich aus. Behalte sie im Auge. Ist sie krank? Du bist Aloy, nicht wahr? Begleite mich. Ich bin Ateka, Kommandantin des Tiefland-Clans. Das Mädchen, Zella, sie hat eine Blutjochvergiftung. Seit Monaten verseucht es unser Wasser und verdirbt Essen und Trinken. Wir haben gelernt, einigermaßen damit zu leben. Doch kürzlich, einfach so, verschwand dieser Dreck fast ganz aus dem Tiefland. Nur ein Fluss ist noch rot. Wie ein Aderabzweig eines Kadavers. Also ist das Wasser hier noch giftig? Ganz genau. Mein bester Trupp, geführt von Zellas Mutter, sollte die Quelle suchen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Hikaru erzählte, wie du in der Kulrut ein Stück des Throns auf Regala fallen ließt. Du hast ihn gerettet. Leih mir deine Kraft. Gemeinsam finden wir meinen Trupp und die Quelle des Gifts. Du kennst Hikaru offenbar ziemlich gut. Er war mein Kommandant, bevor er Häuptling wurde. Ich diente in seinem Trupp, als wir beide noch sehr jung waren. Damals war er ein gnadenloser Kriegsfürst. Entschlossen, jeden Feind des Tiefland-Clans zu vernichten. Ich war bei ihm, als er den Hain eroberte. Stand draußen Wache, als er drinnen den Thron bestieg. Er kam als Eroberer. Doch kehrte mit dem Ziel zurück, das ewige Blutvergießen zwischen den Clans zu beenden. Weil er Faradays Botschaft sah. Ja. Die Vision veränderte ihn. Gab ihm ein neues Ziel. Er wurde der erste Häuptling. Herrscher aller Tenakt. Und ließ den Clan gegen die Maschinen kämpfen. Statt gegeneinander. Wenn du Hikaru so nahe stehst, wieso bist du kein Marschall? Wollte ich, doch Hikaru brauchte einen vertrauenswürdigen Anführer für seinen alten Clan. Den Wüsten- und den Himmelsclan unter Kontrolle zu halten, ist schwierig genug. Doch der Titel war kein Geschenk. Ich kämpfte für die Ehre, gemäß unseren Riten. 5 Tage voller Narben und Blut. Zur letzten Dämmerung war ich übrig. Die neue Kommandantin. Fast 20 Jahre ist das schon her. Dieses Blutjoch. Nennt ihr so die roten Algen? Ja. Vor ein paar Jahren war es nur ein schmaler roter Streifen im Fluss. Aber mit der Zeit wuchs es zum andauernden Gift. Wer das Wasser trinkt, wird krank. Unsere Fische starben ab. Doch kürzlich, einfach so, wurden die Flüsse wieder klar. Alle bis auf einen. Darum siecht mein Volk weiter dahin und schwächt den Clan. Ich helfe dir mit dem vermissten Trupp. Gut. Ich breche jetzt auf. Je länger sich das Blutjoch hält, desto länger leidet mein Volk. Wir folgen dem roten Fluss, wie es auch der Trupp getan hat. Vielleicht entdecken wir irgendeine Spur. Bereit? Brechen wir auf. Wir beginnen an der Mündung des Roten Flusses. Mögen unsere Klingen hier lang sein. Aber er hat doch ja. Monatelang sah ich zu, wie vom stärksten Krieger bis zum kleinsten Kind jeder vom Blutjoch krank wurde. Als sich die anderen Flüsse klärten, schien sich das Blatt endlich zu wenden. Dass diese Hoffnung starb. Hey, wir werden die Ursache finden. Wir müssen. Das ist die Mündung des Flusses. Folgen wir ihm flussaufwärts, finden wir die Quelle des Gifts. Und hoffentlich den Trupp. Ich werde dir folgen. Die brauche ich ganz sicher noch.
Maschine. Vor kurzem erledigt. Wer diese Maschine erlegt hat, war präzise. War sicher der vermisste Trupp. So zielsicher wie die Zehen. Diese Maschinen waren bestimmt nicht leicht zu erlegen. Und das Blut. Jemand hat den Kampf nur knapp überlebt. Der Trupp ist sicher weiter. Gehen wir flussaufwärts. Klingt wie Kämpfen. Der Trupp könnte in Schwierigkeiten sein. Tenakt-Soldaten. Das ist der Trupp. Wir müssen diese Maschinen erledigen. Für dich. Alle hierher. Aloy, gut gekämpft. Ateka, das waren keine normalen Maschinen. Rebellen hatten sie überbrückt. Regala, noch ein Gift, das uns zusetzt. Wie fing das an? Wir kämpften uns flussaufwärts bis hier. Und dann fanden wir das. Wir wollten genauer nachsehen. Wir waren gerade beim Aufstieg, als diese Maschinen angriffen. Sie waren wohl auf Patrouille. Tote Maschinen, ein vergifteter Fluss und Regalas Rebellen. Das kann kein Zufall sein. Du hast recht. Ruh dich aus. Und geh zurück nach Dornmarsch. Die kleine Sella wartet auf dich. Aloy und ich übernehmen jetzt. Ja, Kommandantin. Wenn dort Rebellen sind, könnte es eine Falle sein. Wir kämpfen uns durch, so oder so. Bist du dabei? Los, ab nach oben. Ich folge dir, Aloy.
hinauf. Anscheinend müssen wir die Wasserfälle hoch. Direkt durch das Blutjoch. Legen wir los. Das Wasser riecht verfault. Leb lieber damit. Verdammter Dreck. Meine Hände sind voll. Später einen Aber nicht loslassen. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Oh, hoffentlich hält das. So viele tote Maschinen. Wie? Aylor. Alles gut. Hörst du? Klingt nach einer Maschine. Warte! Wir sind hier ungeschützt. Sie hat uns nicht gesehen. Na los, geh weg! Eine Art Rebellenlager. So viele Maschinen. Abgeschlachtet. Da kommt frisches Wasser. Von den Fällen. Der Damm blockiert es sicher. Schalten wir zuerst die Rebellen aus, bevor wir uns darum kümmern. Zwei gegen viele. Alles für das Tiefland. Haltet Ausschau nach Maschinen und Tiefländern. Ich dachte, die Tiefländer wären inzwischen hergekommen. Das rote Gift hat sie wohl schwach gemacht. Ich nehme mir deine Zunge. Abschau! Da! Ruhig, Attika. Wie sieht es aus? Bist du meine Ablösung? Hast du was gesehen? Meine Pumpe. Wenn doch noch eine Maschine auftauchen würde, hätte die Feuerklaue was zu kämpfen. Es ist so öde. Es muss mal was passieren. Dann los. Wer ist das? Keiner mehr übrig ist. Feind! Ruf alle für den Ball! Hier, Deckung!
Mich hat's erwischt! Gefalle ich dir jetzt? Das waren alle. Was wollten die Rebellen hier? Finden wir es raus. Sehen wir uns um. Ich dachte, ich hätte was beim Damm gesehen. Ich schau's mir an. Hier drüben. Sieh dir das an.
Ein Maschinenköder. Das erklärt all diese Maschinen. Aber was soll der hier? Vielleicht hilft mein Fokus. Maschinenschrott und kaputte Verderberteile zum Überbrücken. Haben die Rebellen sie hier getestet? Also sind all diese toten Maschinen was? Fehlschläge? Vielleicht. Die Rebellen hatten hier eine große Operation. Es muss noch was geben, was uns verrät, was los war. Ich dachte, ich hätte Ausrüstung bei den Fällen gesehen. Eine Nachricht von einem der Söhne des Prometheus. Demnach wollten die Rebellen weg. Beschlossen aber, den Damm zu bewachen, als sich das Wasser klärte. Sie sahen eine Chance und ergriffen sie. Ein Treffer damit könnte viel Schaden anrichten. So ein Ding ist auch im Hain, in der Arena, um Maschinen auszuschalten. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Die Rebellen haben Maschinen hergelockt, um sie zu überbrücken. Aber sie erwischten nicht alle. Also töteten sie einige mit der Balliste und der Damm entstand. Als sie merkten, dass dadurch das Blutjoch nicht mehr weggespült wurde, blieben sie und bewachten den Damm. Elende Feiglinge! Uns vergiften, bis wir dahin siechen! Der Damm. Kannst du ihn einreißen? Ich seh's mir mal an. Okay, ich warte hier. Ich sollte den Damm scannen. Vielleicht gibt's eine Schwachstelle. In den Damm steckt ein explosiver Beutel einer Maschine. Ein Treffer und alles fliegt in die Luft. Ich muss ihn nur irgendwie freilegen. Beutel freilegen. Oh, da ist der Beutel. Nur ein starker Treffer kann ihn sprengen. Und ich kann nicht beides gleichzeitig. Die Balliste. Ateka! Kannst du mit der Balliste feuern, während ich das Ding aufhalte? Schon dabei. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Festhalten! Geflogen. Ha, ha. Geschafft. Ateka? Es ist fort. Nach all der Zeit sind wir das giftige Wasser endlich los. Danke, Aloy. Ich muss zurück nach Dornmarsch. Komm zu mir, wenn du kannst. Du verdienst eine Belohnung. Das Dornmarsch. Die Rebellen haben es ausspioniert. Wäre ein schöner Gleitflug. Das
Wasser hier scheint wieder sauber zu sein. Ich muss zu Attika. Kraft und Ehre. Ehre und Kraft. Du bist erhoben. So viele Abzeichen. Weiter rennen. Wie meinst du das? Rennen. Das wäre nur ein Abzeichen. Bleib stark. Kannst du nicht zählen? Aloy, ich erzähle, was du am Damm vollbracht hast. Wir beide. Wir waren es gemeinsam. Das stimmt. Sieh dich um. Dornmarsch ist vom Blutjoch befreit. Wir müssen das Gift nicht mehr fürchten. Zum ersten Mal seit Monaten können wir unsere Wunden mit sauberem Wasser reinigen. Und wie fühlst du dich, Sella? Bereit für die Jagd. Noch nicht, kleine Kriegerin. Ich versprach dir eine Belohnung, die angemessen ist. Ich wüsste nichts Passenderes als das. Danke. Wohin dich deine Reise auch führt, Aloy, fliege stets auf den Flügeln der Zehn. Guten Tag, Fremde. Was schlägst du vor?